Auf geht's, willkommen hier an der Podcast-Front beim Podcast für Nüsse. Bei mir sitzt, wie immer, Klaus mit seinem Gast Holger. Oh, man, erklär doch unseren Zuschauern bitte mal, wer oder was. Na, wer sitzt denn mir gegenüber? Klaus, hast du gerade gesagt. Ich habe gesagt. Klaus. Hast du nicht gerade gesagt, wer sitzt mir gegenüber? Und genau, und du hast gesagt Klaus. Aber ich bin Klaus. Ja. Also sitze ich neben mir. Du sitzt neben dir. Naja, Dirk ist der Raum ist voll. Dirk ist der verwirrte alte Mann bei mir und Holger ist heute unser Gaststar. Holger und Klaus sitzt neben sie und ist nicht verwirrt. Wie immer. Ja, mit einer schönen Sascha-Hehn-Friese, wie ich gerade festgestellt habe. Ist gut, hab. Ne? Ist gut. Oh, es riecht leider, ein bisschen wie deine Füße. Leider ist Podcast kein visuelles Medium. Ja. Ärgerlich. Ja, ich bin heute mit Holger hier. Holger ist mein zweiter Kopf, der gerade aus meinem Hinterkopf, oder hat versuchte herauszuwachsen, hat es nicht geschafft, ist gerade am Abklingen. Ich hatte halt irgendwie so eine Beule, die immer größer wurde, was mir ziemlich Panik und sonst was verursacht hat. Jetzt bin ich gerade auf Drogen und es schwillt ab und ja. Und ich habe ihn Holger getauft, weil irgendwie muss man miteinander kommunizieren, besonders wenn Holger mich nicht schlafen lässt, weil wenn es am Hinterkopf ist und da alles spannt und drückt und schmerzt und meist ja der Kopf irgendwie auf dem Kissen liegt, also irgendwo drauf drückt und das Ganze nicht unterstützt, habe ich schon überlegt, ob ich wie eine Fledermauspenne, aber halt Blut, wenn da mehr Blut reicht, das habe ich auch gemerkt, das mag Holger gar nicht, beziehungsweise dann macht er richtig Party. Ich hätte eigentlich ein bisschen wie Bender im Schrank schlafen können, das wäre glaube ich das Beste gewesen, ja. Deswegen sind wir heute zu dritt. Ja, hoffentlich gut, ein einziges Mal nur. Und wir hoffen mal, die einzige Beule, die immer größer wird, ist bei euch in der Hose, weil ihr beim geilsten Podcast der Welt zuhört. Dirk macht gerade das Signal, dass ich einen mega guten Gag gelandet habe. Unanieren. Das war ein Hustenhamster. Also, ja, Dirk hat diese Woche eine Frage für uns vorbereitet. Na, guter Scherz. Ja, geht super. Hier einer nach dem Sascha, anderen. Du bist aber auch einer. Einer nach dem anderen geht los. Sich gerade deine Welle auf deinen Kopfhörer, also über deinen Kopf? Ist es ein bisschen schwierig mit den Kopfhörern. Warst du gerade im Gard-Haar-Studio? Nice. Nein, Klaus hat diese Woche eine Frage für uns vorbereitet. Der neben dir sitzt. Ja. Einer von uns beiden halt. Der mit den richtigen Füßen, sage ich. Dirk. Ja. Wir sind große, starke Männer. Wir sind männliche Männer. Aber auch wir haben vor manchen Dingen Angst. Nein. Und ich möchte heute darüber reden. Verhö, das war's. Bevor wir Angst haben, ja, ganz, ganz, ganz konkret, ich kann ja mal sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich war diese Woche bouldern, also das quasi weniger hohe Klettern, aber weniger hoch. Finanzamt oder? Weniger hoch heißt halt immer noch relativ hoch, sind wir schon so in 3-4 Metern Höhe dann. Wie deine Stimme sich verändert. Relativ hoch. Ich habe jetzt auch schon feuchte Hände, ich weiß gar nicht, ich kenne die Story. Oder ist das deine Bitcoin-Story? Oder Bitcoin und Höhe, ist das vielleicht deine Todesangst? Oh, ich wollte auch den Krypto-Witz wollte ich nachher auch noch machen, aber okay. kann man auch noch Der kommt mit Sicherheit nochmal. Ja, sicher. Holger sagt den auch noch. Ja, nee, und das, so kam ich über die Angst vor Höhe, weil ich doch eine recht... Also natürlich irrationale, vor allem in so einem Kletterclub, der mit Matten ausgelegt ist, beziehungsweise mit einem flexiblen Boden, wo man weiß, also außer man fällt jetzt wirklich sehr, sehr unglücklich, kann einem eigentlich nichts passieren. Aber in der Regel, wenn man aus der Höhe abrutscht, landet man entweder auf den Füßen, kommt vielleicht auf, dann auf dem Hintern oder auf dem Rücken. Naja, aber ich meine, ich denke mal, dass kann das eigentlich nicht passieren. Dein Schwerpunkt zuerst runter, ne? Das ist doch dann eher dein Torso, der dann aufklatscht. Ja, also dann die Hüfte halt. Aber deswegen, als eigentlich auf dem Hintern. Deine Goldhüfte. Ja. Hintern oder du bleibst halt gerade und rutschst von der Wand und landest auf den Füßen. Aber trotzdem ist ja nichts Rationales, die Höhenangst. Das weiß ich ja auch. Im Flugzeug zum Beispiel habe ich keine Angst. Sobald es abgehoben ist, wenn es eine größere Maschine ist und ich starr aus dem Fenster und bin halt so die 5 Meter in der Luft, da habe ich Angst. Echt? Oder von der Gangway. Ganz furchtbar. Okay. Aber bei mir ist es beim Starten. Also beim Starten finde ich es total schlimm. Da schaue ich, mag ich auch nicht gerne rausschauen. Oben ist dann so, dass ich dann kurz überlege, okay, was sollst du machen? Jetzt ist es halt einfach nur so ein wackelnder LKW, in dem du drin sitzt. Deswegen fliege ich am liebsten in der Nacht. Und im LKW. Genau. Und lustigerweise am Tag landen scheißegal. Also auch wenn es wackelig runtergeht, denke ich, boah, ich komme ja gerade runter. Also ist gar nicht dieser Gedanke von wegen, ja, das wäre das fatale Auge, wenn es dann den Aufprall unten gäbe. Sondern das ist dann so, egal. Also ich weiß nicht. Vielleicht auch, also es ist diese, wie du sagst, es ist eine irrationale Angst, es ist halt das Visuelle. Ich sehe halt, es kommt mir entgegen, es kommt alles wieder näher, das ist halt gut.
So, aber alles andere ist halt irgendwie. Bei mir ist es, sobald ich so die Bindung dazu verliere. Also sobald ich so eine gewisse Höhe erreicht habe und es ist dann die Autos sind noch so kleine Lego- oder Playmobil-Autos, ja. Sobald das so abstrakt für mich ist, habe ich keine Angst mehr. Okay. Also ich weiß dann so, aber das heißt, dann wären ja eigentlich auch und so fluffige Bäumchen. Gewisse Hochhäuser auch kein Problem für dich. So, oder, im Hochhaus ist es oft noch anders, weil ich die Fassade runtersehen kann. Okay, also das, du setzt was in Kontext. So. Ja, genau, halt, das bindet es noch bei mir. Das verbinden, genau. Auch tatsächlich gegenüber von einem Hochhaus, also wenn ich in einem Hochhaus bin und auf der anderen Seite ein Hochhaus ist, ja. Dann muss ich nur da an der Fassade runtersehen und ich merke schon, wie der Schwindel mich so nach unten zieht. Also diesen Neosprung hättest du auch nicht geschafft? Aus mehreren Gründen, ja. Also ich war auch im Weitsprung nie besonders gut, aber ja, ja nein, mich jetzt auch einfach gnadenlos in die Tiefe gezogen. Oh, ich muss mich mal ein bisschen drehen. Holger, mach mich fertig. Ja, bei uns ist es ja beiden Höhe und wir waren ja schon mal vor etlichen Jahren, ich würde mal behaupten, 10 ist es bestimmt schon her. Zehn nicht. 10 hätte ich glaube, 6 vielleicht. Boah. Okay, ich hätte jetzt 8 gesagt. Na egal, aber da haben wir angefangen mit so Kletterkursen. Ich glaube, 2 oder 3 haben wir belegt. Ich glaube, es waren nur 2 letztendlich. Aber okay, ja. Und das war so ein Turm. Wie hoch war der? 4 Meter? 5 Meter? Nee, ein bisschen höher. Ich glaube, der Kegel ist ein bisschen höher. Okay. Aber da waren wir ja gesichert durch ein Top Rope. Genau. Und der Partner, also entweder habe ich Klaus oder Klaus hat mich gesichert. Und das dann auch nur durch so eine lächerliche Öse mit so einer Technik, ja, hier ziehst du nach, hier gibst du ein bisschen Seil. Und wenn du loslässt, dann war's das. Da gibt es keinen Widerhaken, der ihn irgendwie festhält, sondern das Vertrauen baut dir jetzt gerade auf. Da dachte ich, ja, aber er kann jetzt auch mal eine feuchte Hand haben oder von der Katze abgelenkt sein oder sowas, dann war's das. Klaus guckt einer Katze hinterher. Guck. Beziehungsweise wenn dann dieser Ausbilder oder wer es da war, dann gesagt hat von ihm, jetzt lass ich mal in die Wand fallen, lass sie mal los. Und man sieht dann halt einfach, dass es einen Ruck gibt und Klaus mal schön einen Schritt nach vorne gibt, also so wie so ein Hund, der ihn mitreißt. Und denkst, fuck, ich bin ja schwerer, klar. Ja. Und jetzt ist ja ein bisschen, allein wenn ich drüber nachdenke, ich schwer feuchte Hände. Ich fand das ja alles auch so lange in Ordnung, solange man sich auf die Wand konzentriert hat. Genau. Und halt einfach nur den Blick starr auf der Wand hatte. Ja, ja, voll. Und dann, sobald man runtergeschaut hat, dann überkam es mich. Oder aber, das ist ja gegenüber von einem ganz normalen Altbau. Ja. Und wenn du dann gerade zur Seite schaust und du siehst, okay, ich bin jetzt über dem ersten Stock in der Höhe. Na also, aber der Altbau ist ja schon weiter weg, das ist ja auf diesem Gelände. Ja, aber du schaust eigentlich nur über die Straße. Ja, ja. Also es reicht ja, wenn du gerade schaust. Aber der Kegel ging doch, oben war doch dieser kleine Vorsprung und da hätte man, wenn man könnte, rüberklettern können. Ja, aber da bist du nicht mehr durch Top Rope gesichert. Genau, genau. Also das Top Rope ist am Vorsprung. Und so weit waren wir ja nie. Ja. Hier ist ja keiner von uns hochgeklettert. Und oben hieß es dann von wegen, ja, dann stell dich doch mal in die Wand oder lass dich doch mal in der Wand hängen. Und das fand ich immer, also dieses, was du meinst, wenn man sich konzentriert, auch den Fuß nutzen, dass man sagt, okay, wo ist mein Fuß, wo nächste. Da kann man sich konzentrieren auf die einzelnen Griffe, wo man gerade steht. Aber wenn es dann generell, lass dich mal los oder schau mal den Kollegen an, wie er dich da hält, das war immer dumm. Wiederum, dann ging es darum, wie man richtig abseilt, dass man sich abstößt. Du gibst dann halt genug Seile und man konnte sie richtig cool Pseudo-SEK-mäßig da so ablassen. Das hat wiederum voll funktioniert und Spaß gemacht. Ja. Also dieses richtig Abstoßen, richtig zzzz, so. Ja. Das war ganz okay. Da hat man auch keine Feuerfinger. Aber ich glaube, weil man die ganze Zeit fest im Seil hängt. Ja. Also da weißt du hängst halt einfach an der Wand. Ja, aber ich meine, du hast ja auch andere gesehen, die sich nicht getraut haben, von der Wand abzustoßen. So, die dann halt immer so, pssst, pssst, so. Und das war bei uns nicht der Fall. Wir haben echt gemerkt, okay, wenn ich kann, dann ordentliches Stups und dann gibt halt der andere nach. Und das war für uns vollkommen, also dieses Vertrauen war dann komplett da. Ja. Aber vielleicht ist dann auch wieder dieses Ding, ich komme runter. Kontrolliert, aber ich komme runter. Und dann verschwindet schon wieder alles. Aber ja, komischerweise in Bäume, ne, da wo dann halt sehr viel Äste ist und sowas, da sind wir selbst im Suff gerne mal dann halt. Ich glaube, gerade im Suff. Ich glaube, nüchtern hätten wir den Quatsch nicht gemacht. Ja, aber ich meine auch, ja, nicht mit, keine Ahnung, 17 oder sowas, sondern auch gerne mit 27 oder 35 oder sowas. Also ja nichts, einfach mal mit 8 Bier im Kopf morgens um 10 in den Baum klettern. Easy. Ja. Ah. Nee, aber ich glaube, der nächste Kletterschritt bei uns wäre dann halt der Vorstieg gewesen. Also wo wir dann immer 3 bis 4 Meter ungesichert klettern. Ach so, und uns dann oben einhaken müssen. Und das haben wir nie gemacht. Ja. Aber was, du machst 3 bis 4 Meter Vorstieg? Naja, oder lass es. Ich glaube, bei diesem Testkegel, der eh nur wahrscheinlich 5, 6 Meter ist. Dann lass es 2,50 sein. Wollte ich gerade sagen, da bist du immer nur eine Körperlänge als Vorstieg. Was ja ausreicht für die Angst, wenn du einmal aus der Wand rutschst. Genau, musst du ja trotzdem mit dem Fuß erstmal auf das Niveau des Hakens kommen. Und gebouldert haben wir nie, ne? Da war nur, wir haben es mal geprobiert. Nur mal so, ich glaube, die haben uns dann einfach mal hingeschickt, ihr könnt noch ein bisschen bouldern zum Abschluss, also aber frei. So nach einer Stunde klettern
ist da einfach nicht mehr die Kraft da. Das, zumal also, unsere Technik auch bescheuert war. Wir haben halt mit Unterarmen und Handkraft gearbeitet. Und unser Ausbilder war halt 2 Meter und gefühlte 150 Kilo und war wie ein... Wie ein Geißbock. Genau, wie ein Geißbock in der Wand. Weil er meint von denen, nutzt euren Körper und nicht eure starken Arme. Ja, machen wir doch. Bizeps, Schulter, Hand. Körper. Wir haben echt immer nur unsere Füße irgendwo hingestellt und guckt, okay, da oben könnte ich mich jetzt komplett hochziehen mit einem Arm, dann meine Füße irgendwo abstellen, dann kann ich mich wieder hochziehen, aber nein. Ja, das habe ich bei unserem Experten Tom Cruise in Mission Impossible 2 gesehen, wie er als Rock hochklettert. Ja, ja, wahrscheinlich haben wir irgendwie dumme Prägung. Ja, das aber nein, das habe ich beim Bouldern auch festgestellt, mir tut meine rechte Hand auch jetzt immer noch richtig weh. Also ich merke, dass ich die kaum zukriege. Du hast wahrscheinlich auch vorher gar nicht gedehnt oder sowas. Ne, ja, so ein bisschen halt, aber es ist halt also einfach nicht ausreichend. Ja, zumal wenn man halt das noch nie gemacht hat oder so selten, dann ist es ja echt total wichtig, dass man sich dann, also... Ja, die Griffmuskulatur ist halt also generell einfach nicht so da. Ich meine, gut, es war jetzt auch kein cleveres Ding von mir, gestern noch ins Fitnessstudio zu gehen, davor mit dir eine Runde zu laufen und da ein bisschen den Griff einzusetzen. Aber... Wo ist jetzt am meisten? Brust? Nee, rechte Hand kriege ich kaum zu und hinten der Trapez. Okay. Ja. Gut, rechts brauchst du ja nicht für alles. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, nein, ja. Geiler Gag. willst du noch mit der anderen Angst leiten? Ansonsten, wenn dir jetzt nichts partout nichts einfällt, hätte ich noch was parat. Eine Angst? Ja. Partout nichts. Doch. Die Angst vor französischen Lehnwörtern im Deutschen. Haha, lustig. Ja, habe ich gerade partout gesagt. Ja. Ja, Sascha, ist okay. Diese Welle irritiert total. Jetzt hat er eine blaue Hose, ein blaues Oberteil und trinkt aus einer blauen Flasche blaue Flüssigkeit und seine Füße riechen. Ich nehme sie ein bisschen dichter zu mir. Ja, Entschuldigung. Mehr Puder drauf. Was sind diese Schuhe? Krabbelfiecher. Ah ja, wir haben es nicht gehört, das ist wieder bei anderen, das stört ja keinen. das Komische ist, früher war es per se Spinnen, jetzt ist es halt eine gewisse Größe von Spinnen. Manche, die kann man halt mit der Hand und weg und sowas. Das meiste ist, ich glaube, es ist immer die Beweglichkeit, also die schnell rennenden Spinnen, also aus dem Nichts, die dann halt selber aus Panik dann halt verschwinden, weil sie merken, da ist jemand, der jetzt gleich den fangen will oder sonst was. Also ich bin ja kein Typ, der Spinnen wegsaugt, wenn irgendwas ist, was ich total brutal finde. Wobei die Spinnen das auch meistens überleben. Weil die so klein sind, wirken die physikalischen Kräfte nicht so auf sie. Also genauso wie wenn du sie aus dem Fenster wirfst. Die überleben den Fall meistens. Ja, du, das mache oder ich immer, auch. Oder immer, glaube ich. Auch. Aber eher genau. Aber im Staubsauger auch. Also wenn du sie wegsaugst, die Vorstellung allein ist jetzt krabbeln auch nicht sie so nachts schön, einfach oder? Wieder raus. Ja, genau. Ja, ist einfach. Aber sind ganz schön angepisst. Aber das merken sie sich, ja. Wie ein Elefant, sagt man ja auch. Das Komische ist echt, das sind also die verschiedenen Größen, dass manche vollkommen egal sind, beziehungsweise so ein Weberknecht, der ist ja von der Größe her erstmal sehr groß, also hat ja mal schnell so eine Handgröße. Ausgestreckt. Also, genau, aber das ist dann egal. Und dann gibt es diese Gartentaranteln, wo du denkst, die dann halt so länglichen, dickeren, festen Körper, leicht behaarten Rücken, sowas. Und dann denkst du, ja, das ist schon wieder ungeil. Aber das ist jetzt in der Großstadt, ich komme ja gebürtig nicht aus der Großstadt, das ist halt hier echt noch entspannt zu dem, was ich halt als Kind früher alles immer gesehen habe oder in meinem Zimmer hatte, wo ich dachte, okay, wer hat jetzt wieder meine Socken geklaut? Ach cool, so eine handtellergroße, feste... Spinne, die das gab es hier mal eine Zeit lang am Hackischen Markt an der Tramstation. Das riesig große Handteller. Dann nisteten sich die Spinnen ein, die hatten halt so einen Körper. Okay. Also ich mache gerade so eine ungefähr daumengroße Geste für alle Zuhörer. Ja. Ungefähr so einen Körper in der Größe. Und auch so richtig dann diese abstehenden Chitinbeine. Und die waren auch bunt. Die waren bunt, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass sie giftig sind. Und die hingen dann direkt an der Decke der Haltestelle. Und ich kann auch im Regen warten, ist okay. Also du bist auch kein Spinnenfan. Also bei denen tatsächlich nicht so. Bei den Spinnen, die man normalerweise zu Hause hat, ja. Das ist mir relativ egal. Ich meine, wenn du sie direkt am Bett hast, machst du sie weg oder denkst du... Ich lasse sie sogar meistens da. Aber das liegt daran, weil ich Fliegen hasse. Ach so, okay, dass sie... Ja. Nee, also wirklich dann... Hast du Fliegen? Total.
Du, nein, nicht von wegen hassen, sondern ach so. Hast du welche hier? Nein, aber manchmal hat man ja das Fenster auf und dann kommt eine rein. Ja, aber ich würde behaupten, ich könnte hier abzählen an einer Hand, wie viele Fliegen ich im Jahr im Zimmer habe. Echt? Nee, also Mücken, das habe ich viel. Aber bei mir am Fokus, aber ich... An den Socken. Und wenn bei mir eine Fliege reinkommt, dann ist Pause. Ja, meine Füße riechen, es tut mir leid. Dann ist Pause. Wenn bei mir eine Fliege reinkommt, steht alles andere still, Pause. Bis die Fliege wieder raus ist. Ja, das ist bei mir bei einer Mücke, weil ich weiß ganz genau, die wird mich definitiv stechen ja. Und dieses Geräusch ist... Ja, stimmt. Das ist das Schlimmste nachts, dieses, wo ich denke, so, dann stich mich halt, ja. bring's hinter dich und lass mich schlafen. Ja. Und dann hört's ja nicht auf. Ist ja nicht von wegen, ich habe hier einmal gestochen, ich fiel weg, sondern du wachst morgens auf und deine linke Gesichtshälfte ist so punktiert, so 27. Mhm. Dann denkst du, du musst doch jetzt eigentlich daumendick sein, gar nicht mehr fliegen können. Und dann nur liegen, Scheiße. Ein Festmahl. Ja. Oh, Freunde, bringt mir das Dessert. Ich meine, die ist doch auch begrenzt von ihrem Fassungsvermögen. Ja. Und das heißt, sie sticht einfach nur aufgrund ihrer, aufgrund ihres animalischen Fressverhaltens oder sowas, schiebt ihren Rüssel rein, packt wieder ein bisschen Gift da rein und merkt dann, ich kann ja gar nicht mehr trinken. Zieht ihn raus, sticht ihn wieder irgendwo rein, ich kann ja gar nicht mehr trinken. Also immer nur so getrieben von ihren dummen Instinkten. Das klingt wie die Gäste in der Bahn, die wir früher gearbeitet haben. Ich kann eigentlich gar nicht mehr. Aber das sehe ich noch. Ja. Sicher, dein letztes Bier steht noch ungetrunken da. Ja. Il Kosche Belgium. Oh. Was war denn mit dem, den hast du irgendwas weggenommen? Meine irrationale Angst vor Belgien. Wir hatten mal einen Gast, da haben wir auch zu zweit gearbeitet. Und wir hatten einen Pubcrawl bei uns in der Bar. Und für diesen Pubcrawl haben wir, was haben wir denn vorgemischt? Hemingway, glaube ich, als Shot. Genau, wir hatten in so richtig miesen Plastik-Tumblern. Die Kombi war halt irgendwie ein Hemingway und ein Berliner Pilsner für 2,50 oder so. Das war lächerlich wenig. 1,50? Was? Ich weiß nicht, aber... vielleicht auch 2,50, also wie auch immer, aber es war wirklich wenig. Und wir waren als Team, glaube ich, unschlagbar, wenn es um Pubcrawling geht. Bei anderen Sachen vielleicht nicht so, aber beim Pubcrawling, weil wir konnten die so maschinell gut bekämpfen. Ja. So. Jeder hatte so einen Bereich in Tresen, hat alles vorbereitet, hat nicht mal hochgeschaut, weil die standen ja in 3, 4 Reihen, haben dich die ganze Zeit angeschrien. Du hast nur noch hingestellt, Geld. Mhm. Und die haben ja auch nicht reagiert, ob du eventuell nicht Rückgeld gegeben hast. Die haben sie auch einfach artig getrunken. Die waren die vorletzte Bar. Ja. Also die waren halt echt schon kurz vorm Crawling. Also das war halt dann... Und dieser eine Guide, wie ist der, Timmy oder sowas? Timmy, der amerikanische Guide, der mit 16 angefangen hat und dann 49 war, zwei Monate später. Wollte ich gerade sagen, in 2, 3 Monaten, wie gealtert er ist. Am Anfang hat er sich nur irgendwie zurückgehalten, nicht getrunken, hat gesagt, okay, ich bin hier echt hier nur zum Aufpassen da, wenn die dann später in Matrix sind, ist es mir egal. Aber nach 2, 3 Monaten haben wir angemerkt, scheiße, der hat... am Stück jetzt die ganzen Monate, die ganzen Wochen lang mitgesoffen und der war halt einfach nur... Jeden Abend irgendeine besoffene Tussi mit nach Hause genommen. Und der war nur noch so ein entzündetes Stück Fleisch. Ja. Das war also hat auch wirklich in jeder Bar dann halt was mitgetrunken. Ja, und du weißt ja auch was. Ja. Also die billigsten Fusel-Scheiß-Dinger und dann halt danach noch so ein Pilz dann reingedrückt. Ja. Und da fand ich zum Beispiel den australischen Guide Paul sympathischer. Der meinte, der meinte auch, er ist einfach nur wie so ein Hirtenhund und rennt um die rum. Ja. Und dann bringt er sie ins Matrix, das ist die letzte Station. Da hat er dann 2 Bier, die er gratis trinken kann, die trinkt er. Und dann geht er und in seinen eigenen Worten, dann ist ihm egal, ob die leben oder sterben. Aber okay, dann habe ich das verwechselt mit Timmy. Okay. Ja. Ja, naja, um auf den Belgier zurückzukommen. Der griff dann irgendwie hinter die Bar und hat entweder, ich weiß schon gar nicht mehr, ob es unser vorgemischter Hemingway war oder ob er sogar nur eine Flasche Grenadine. Also einen hast du mal einen Arm umgedreht, der hatte Sirup gemopst. War das der? Nee, dem habe ich auch den Arm umgedreht. Okay. Ich muss da wie bei einer Hundeherde einfach Dominanz zeigen. Hundeherde ist auch das Fachwort. Das war die Klausmannsche Begrüßung. Ah! Ja, naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann vor die Tür gesetzt. Ja, so, das ist kind of racist. Is it because I'm Belgian? Or because I'm dry? Ja, nee, ich habe mir halt diese Belgierhaftigkeit einfach angesehen. Sah halt aus wie so ein typischer Belgier. Er hat schon nach Starkbier gerochen. Sah aus wie Tim. Wie ist das? Nee, ist das ein Kastrel? Ist das belgisch? Kastrel? Ist das belgische Starkbier? Ja, ist das mit also 14,5%. Oh. Also eigentlich ein guter Wein. Aber das schmeckt doch wie nach süßem Pumpernickel oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt.
Ich erinnere mich nicht. Ja, also ich habe mehrere davon getrunken. Du warst doch zeitweise mal so Stammgast im Aufsturz, hast du mir erzählt. Ja, da gab es das. War gut, wenn man sich für wenig Geld mit wenig Flüssigkeit den Abend ruinieren wollte. Na, ob dann war Aufsturz jetzt günstig ist, weiß ich nicht. Oder mittlerweile. Also ich war zweimal da und da war es schon nicht. Also früher war es gar nicht so teuer. Na, aber mittlerweile ist ja voll die Touristenattraktion. Ja. Weil es geht ja gar nicht um Geschmack, sondern die Tatsache, dass du so viele Biere im Originalgefäß auch. Du kriegst ja auch irgendwie die Gläser oder Humpen, Holzkübel, was auch immer da dann speziell angeboten wird. Also es war, ich mag zu behaupten, das Kastel hat in der 075er Flasche schon 12 bis 15 Euro gekostet. 075er starker Wein. Ja, eben. Also das war alles völlig in Ordnung. Und was ich halt definitiv noch weiß, die hatten den McGarn. Ja. Und da hat ein doppelter 5,70 oder so gekostet. Okay. Also das ist schon echt lange her. Ja. Und das war auch in der Zeit, bevor McAllen zu so einem Kult-Whisky in Asien wurde und man eigentlich nicht mehr richtig rankommt. Ja. War das nicht irgendwie die normale Flasche? Was war das? 10 Jahre sowas, das früher 40 und jetzt 80 Euro? Also es ging so ratzfatz hoch, ne? Ich glaube, der ist inzwischen bei 150. Das ist so lächerlich. Was wirklich absurd ist. Also ich meine, also 40 Euro war schon ein sehr günstiger Preis für den, weil ich den noch, also ich fand den sehr gut, aber 120 für einen 10- oder 12-Jährigen, mir gar nicht. Freunde, ganz schön einfach Freunde. ja. Okay. Ja, ich meine, wenn du denn nicht alleine bist und jemand schreit von wegen, ist deine Spinne, machst du weg oder sagst du, komm klar? Mach ich weg. Okay, aber du bist jetzt kein Spinnentöter, sondern auch Spinnenrausschmeißer. Ich versuche möglichst alles, was hier lebend in meine Wohnung kommt, auch lebend irgendwie wieder rauszuschaffen. Außer es ist eine Fliege oder eine Mücke. Ja, Mücken, tatsächlich, da bin ich skrupellos, aber selbst Fliegen, ich habe so eine richtig fette Fliege irgendwo an der Wand hochschlägt. Das macht mehr Ärger als aber bei Mücken weiter. Halt auch, aber weil ich halt auch auf irgendwie ein paar Mückenarten allergisch bin und dann ploppt halt einfach mein Körper auf und deswegen, weil ich das halt als Kind kenne und da hatte ich irgendwann mal, anstatt einer Hand hatte ich irgendwie so eine Art runden Huf als rechte Hand. Also hat irgendwas reingestochen, es sah halt so ein bisschen nach Schnake aus und da gibt es ja auch etliche Arten. Ich glaube, die war dann halt auch gelb-schwarz gefleckt und dann macht es plopp und meine Hand war nur so ein Ball. Und dann hatte ich irgendwie damals tatsächlich in der Schule, musste die ganze Zeit neben einem Mädel sitzen, die halt auch irgendwie so krass strebsam war und die konnte halt so krass schnell schreiben. Und die hat halt von allem, was sie für sich aufgeschrieben hat, eine Kopie parallel für mich aufgeschrieben. Und ich saß neben der, musste halt neben der sitzen, weil ich konnte halt kein bisschen schreiben. Mit links sah es dann echt aus, da hätte ich auch mit dem Mund schreiben können. Dirk, du sitzt diese Woche neben der großbrüstigen Olga, die so schnell schreiben kann. Nee, also ich glaube, in der fünften Klasse, da war noch nichts mit Brust. Ich glaube, die größte Brust hat in der fünften irgendwie Björn oder Dennis oder so. So wie was nicht. Ich weiß auch nicht. Mein Arzt sagt, ich habe einen langsamen Kreislauf. Also wir hatten einen, ich weiß jetzt nicht, wie die Tische jetzt in der Schule aussehen, aber damals waren es diese großen Zweiertische mit so offenen Fächern unter dem Tisch. Mhm. Und da hatte einer, ich glaube, Sören oder Dennis oder so, und der hatte wirklich so ein Snickers-Lager unter dem Ding da drunter. Und faszinierenderweise niemand geklaut. Also es war jetzt, heute würde ich so annehmen von wegen, okay, das macht kein Mensch, legt da halt irgendwelche Riegel drunter, weil öfter wechselnde Klassenräume oder irgend sowas, du kannst sicher sein, das Ding ist weg. Und da war dann, aber ich glaube, da war auch so viel Angenagtes drunter und so, dass auch jemand, wenn der reingegriffen hat, dachte, okay, das fasse ich nicht an. Ich glaube, heute mit so einem Snickers-Lager bist du eh schon sozial stigmatisiert. Also wenn, dann hast du, das ist der Malte, der hat seine ganzen Biomöhren da drunter. Ja. Die schlagen da so und die baut er selber an. Ja. Die zieht er dann halt einfach waagerecht. Ja, war auch ein schönes Thema, die waagerechten Gärten der Semiramis. Bitte? Alles gut. Ich kann mal sagen, was mich, so auch eins meiner Angst-Stichthemen, vor dem ich heute auch noch Grusel habe, ist der Struwwelpeter. Das hast du mir erzählt. Oh, das ist kein Grimms-Märchen, oder? Grausame Geschichte. Nein, es ist von preußischen Arzt. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz einmal meinen Blick. Kannst du mal was erzählen? Achso, ja, schaut jetzt auf deine Bücher. Ich komme sogar ran, wenn ich mich... Ja, bitte. Ich bin jetzt mal 2 Sekunden weg. Ja. Klaus, 2 Sekunden. Du musst dich sagen, ich kann während... Und ich bin wieder da. Das hätte so eine schöne Moderation erzählen können. Trink was, willst du Musik dabei machen? Dr. Heinrich Hoffmann. Ja, ach, das war auch noch so ein... von Dr. Heinrich Hoffmann. Ja, es war so ein preußischer, ich glaube, Kinder- oder Nervenarzt. Oder beides. Das ist echt so ein
bildungspolitischem Militärscheiß. Ja, also genau, so also die ganz klassische Schule rabenschwarzer preußischer Pädagogik. Der Anstatt oder Finger ab. Ja, ich habe noch so eine digitale Ausgabe davon und da steht noch das Vorwort drin. Und das ist irgendwie so, ja, naja, ich habe jetzt mal festgestellt, ich habe mit meiner Frau gesprochen und sie, die Kinder haben gar keine guten, kindgerechten, lehrreichen Kinderbücher. Habe ich mal eins selber geschrieben. Ja, mit so lehrreichen Geschichten. Die Geschichte vom bösen Friedrich. Das ist aus dem 19. Jahrhundert, oder? Genau, Ende 19. Ja. Schlägt seine Hunde. Also 1887 oder so? Steht ja nicht, aber ich würde so auf den Dreh tippen, ja. Ja. Bist du jetzt komplett in Strubbel, Peter? Nee, ich will nur mal ganz kurz mal der Friedrich, der vom Hund gebissen wird. Oder, die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Miau, 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 jetzt brennt das Mädchen lichterloh. Ach, das ist auch von dem? Nee, das ist daraus. Ach so, das kennt man ja, okay. Die Geschichte vom wilden Jäger, der die Flinte liegen lässt und erschießt ihn der Hase. Super Geschichten, oder? Der Suppenkasper, der so dünn wird, dass er verhungert, weil er seine Suppe nicht essen möchte. Und Zappelphilipp stirbt, weil er sich den Kopf aufschlägt. Ganz großartige Geschichten. Aber ich meine auch, die waren vielleicht, ja okay doch, die waren auch teilweise pädagogisch ganz schön angehaucht, die Grimms Märchen. Mhm. Aber das waren ja im Endeffekt auch keine Kindergeschichten. Nein, beziehungsweise nein. Waren ja auch so eine Kinderkontrollgeschichten durch massive Angst, die da geschürt wurde. Aber alle sehr, also die sind ja jetzt noch im Vergleich in anderen Ländern so beschrieben als das Gruseligste, was halt ja. Deutschland im Kindermärchen so rausbringt. Es sind ja auch teilweise dann irgendwie, also die Brüder Grimm haben sich das ja auch nicht ausgedacht. Teilweise. Die haben das alles erlebt. Nein, es basiert aber auf alten Volkssagen und die sind halt auch dann eher dunkel angefärbt. Und es sind ja eher, also wenn wir halt daran denken, dass es so klassische Kindermärchen sind, dann ja eher wegen Disney. Weil die Disney-Filme halt aus Grimms Märchen. Ach so, die haben die meisten Dinger da ja, das halt wirklich adaptiert und schön kindgerecht gemacht, ja. Ja. Ja, ich meine, oder wenn wir Wilhelm Busch anschauen, also Max und Moritz und sowas, was die angestellt haben, wie pervers, die denen angetan haben, oder was mit denen dann passiert ist zum Schluss, wie sie dann halt einfach in die Mühle geraten und dann klein gehäckselt wurden und dann die eine von den Hühnern aus diesem Hühnerhaufen, wo sie dann halt Hühner gestohlen haben, die dann überlebt haben, sind zum Schluss die dann die Reste Max und Moritz auffressen. So, und dann sind sie halt passé aus der Geschichte gelöscht und nie wieder da. Es muss eine ähnliche Zeit gewesen sein wie Struwwelpeter oder Busch, auch Ende 19. Jahrhundert. Und das Lustige ist, dass ja Wilhelm Busch selber halt war auch so ein Typ, der halt unheimlich, also der hatte immer Kohle von seinen Eltern und der hatte halt immer nur, wenn die keine Gelder mehr gegeben haben, hat er dann gezwungenermaßen eine seiner Zeichnungen rausgehauen oder mal eine Geschichte geschrieben, damit er wieder ein bisschen Geld hatte. Also es war jetzt nicht eine komplette Leidenschaft dahinter, sondern ich kann es halt, ich weiß, wie ich das immer aufbaue, von wegen irgendwas Schlechtes, guck mal, wie schlimm die Viecher sind, zum Schluss leistet ihr irgendwie bestialisch verkommen und dann, weiß nicht, ist die Gesellschaft erstmal total angetan und so bei ihr. Und denkst du auch, wow. Und da gibt es auf jeden Fall, dass er halt irgendwie, ich weiß nicht mehr wen, ich glaube irgend so ein Onkel, der ihn so nervt, weil er, weiß nicht, immer das dreckige Wasser übrig lässt oder irgendwas. Und dem packt er ganz viele Borkenkäfer ins Bett. Und der legt halt abends ins Bett und der hat die Zeichnung dazu selber geschrieben und die sind halt gruselig groß. Also nicht Handteller, sondern handgroß, handflächengroß. Und die nehmen den Onkel da fast auseinander. So, also irgendwelche Kleinstmonster, die er dann nachts in allen möglichen Öffnungen reinsteckt und beißen und sonst was. Heute wäre das auf YouTube. Onkel mit krassen Borkenkäfer-Prank erwischt. Lol. Ja, genau. Ja, total gruselig. Ja. Wenn ich überlege, dass ich damals mit 11 Jahren durfte ich Roger Rabbit nicht sehen im Kino, weil der erst ab 12 war. Ja. Und meine Mutter meint, ja, also in einer Szene, da ist er in so einem Nachtclub und da steht an der Tür so ein großer Gorilla. Der ist schon gruselig, das kann ich nicht verstehen. Und wenn ich jetzt denke, was ab 12 ist, also wenn du nicht siehst, dass der von Scheitel bis zur Sohle einmal geteilt wurde, die Figur, dann ist es ja überhaupt gar nicht interessant für das Kind. Ich hätte es auch, die neueren Mortal Kombat-Spiele zum Beispiel stehen nicht auf dem Index, die alten aber teilweise noch. Die war, bevor ich gerade sagen, die waren auch damals alles von wegen. Ja, genau, das war alles. Und jetzt ist aber die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien der Ansicht, dass das so comichaft übertrieben ist,
dass das nicht mehr als richtige Gewalt zu klassifizieren ist. Und das ist, wenn du das heute mal siehst, so, die reißen den Leuten die Wirbelsäule raus und prügeln sie damit tot. Ich wollte gerade sagen, das ist, die wurden ja auch immer detaillierter, was ja immer ekliger wurde. Ja. Aber inzwischen sind sie echt da und sich, nö, das ist so comichaft. Die so kriegen ist da die den Wirbelsäule Abstand. Gar nicht in Wirklichkeit. Das ist, also Freunde, ja. Okay. Ja. Ich hatte damals, ich weiß, dass ich das erste Mal, ich glaube mit 11 oder sowas, also, naja, wahrscheinlich war ich schon ein bisschen älter. Ich sag mal 13, habe ich einen halben Teil von Schweigen der Lämmer gesehen. Mhm. Und mit meiner Schwester zusammen und meine Mutter war nicht da. Und dann kam sie nach Hause und dann gab es, glaube ich, Ärger und ich durfte es nicht zu Ende sehen oder beziehungsweise ich wollte nicht zu Ende. Und da hatte ich richtig Panik. Da hatte ich richtig Angst, als ich diese, generell so die ersten Gruselfilme, die man sich da mal allein reingezogen hat. Das allererste Mal, was ich nie vergessen werde, war halt Friedhof der Kuscheltiere. Den habe ich mir, da saß ich auf meinem kleinen Holzstuhl, auf meiner kleinen Mini-Röhre, die ich von meinem eigenen zusammengesparten Geld mir damals geholt habe und habe dann während des Films, glaube ich, 200 Mal... Vor allem auf dem Holzstuhl vor dem Fernseher. Ja, und das Zimmer war dunkel, also richtig wie so eine traurige... Werbung, die man heute, politische Bildung, bla bla oder sowas, oder wenn es darum geht, lassen Sie Ihr Kind nicht irgendwie alleine schauen. Vor dem oder, Fernseher versauern. Genau. Und ich saß dann halt alleine da, Licht aus, abends war das, und habe die ganze Zeit Fenster, Tür, die ganze Zeit. Mit dem Film habe ich etliche Male hin und her geschaut, dass irgendwie wirklich alles zu ist und in meinem Rücken war halt einfach nur noch die Wand, dass ich sicher war, dahinter ist nichts. Und ich war so fertig, weil zum Schluss gibt es ja so ein hartes Ende, also zack, und dann gibt es ja irgendwie dieses Pet Cemetery, dass sofort die Musik sich quasi rausreißt aus dieser, oh Gott, was ist jetzt? Und damals gab es ja auch noch mal ein bisschen Abspann bei den Privaten, länger als jetzt irgendwie, glaube ich, eine hundertste Sekunde oder teilweise das Gefühl, dass damals in der Endszene schon auch noch die Abmoderation. Ah ja, und im Anschluss an dieses Programm sehen Sie die Spätnachrichten danach. Dieter Olms neuen deutschen Thriller München, deine Straßen. Genau, ja. München, deine Straßen, lange nicht mehr gesehen. Ja. Was war, hast du irgendwie so den also ich meine mittlerweile... Also vor Friedhof der Kuscheltiere hatte ich auch lange Zeit richtige Angst. Der zweite war wiederum lustig, weil ich den Kumpel gesehen habe. Also ich glaube, wenn du jetzt den ersten siehst oder nur mal reinschaust, ist es so lächerlich und so also albern. Eine Sache, die immer funktioniert, sind halt irgendwie Jumpcuts oder diese, ich weiß nicht wie... Jumpscares meinst du? Jumpscares oder die Momente, wenn halt etwas, was man schon sieht, aber dann schnell nach vorne kommt. Also da ging es halt darum, irgendwie, dass glaube ich, irgendwer sich erinnert und genau, beschreibt halt diesen Friedhof und beschreibt halt, dass irgendwie da so eine, ich glaube, ein Kind mit Leukämie oder sowas die ganze Zeit im Bett lag und sah halt schon echt gruselig verändert halt aus. Und irgendein anderes Kind ging, glaube ich, irgendwie in das Zimmer rein, an die Bettkante, ganz langsam und das war so von einer Perspektive so, dass das Kind, was im Bett lag, so weit weg war. Ja. Und in dem Moment ist halt das Kind so hat sich aufgebäumt, ist ganz schnell nach vorne gekrabbelt, wahrscheinlich auch ein bisschen vorgespult oder sowas. Und in diesem Moment weiß ich noch, dass ich bin jedes Mal, also ich habe das mehrfach gesehen, vom Stuhl fast gerutscht, weil das war so gruselig, weil das bis vorne an die Scheibe von meinem Fernseher klatschte, das Kind. Und das hat nichts gemacht, außer das andere festzuhalten. Und man sah halt, wie schrecklich es entstellt war durch die Krankheit. So. Aber das hat so vollkommen gereicht, mich kaputt zu machen. Also da war jetzt nicht irgendwie, boah, das ist aber interessant gespielt oder sowas, sondern es ist einfach so. Ich habe ja so ein bisschen Angst vor schweren Krankheiten. Und was mich, also Filme wie The Stand, Das letzte Gefecht, was halt so ein Seuchenfilm ist. Okay. Oh, das ist auch von Stephen King. Ja. Oh, das geht mir so an die Nerven. Kenne ich gar nicht. Ich kann das so nicht sehen. Was mit Outbreak? Habe ich einmal gesehen, aber ziemlich schnell wieder vergessen, glaube ich. Es kann auch sein, dass ich ihn nie zu Ende gesehen habe. Es gibt auch, vor ein paar Jahren gab es doch auch mal so einen solchen Film, Contagion oder so hieß der, mit Gwyneth Paltrow und Matt Damon. Den habe ich auch, den hab ich auch nie gesehen. Das ist auch, oh, das ist für mich so das absolute Horrorszenario. Und The Stand war auch so sehr, also für damalige Verhältnisse, das ist sehr denn damals? Grafisch. 95, 98, so in dem Dreh. Was anfängt, klar, wie alle solchen Filme anfangen, so ein wissenschaftliches Versuchslabor. Ja. Und da geht dann was schief. Und dann wird das unter Quarantäne gestellt. Aber einer meint natürlich noch, nee, er muss jetzt schnell seine Familie retten und rausfahren. Mhm. Und natürlich sind die alle schon infiziert. Und dann, ihm geht es noch so einigermaßen schlecht. Das ist einfach nur so angeschlagen, wie jemand, der unter 5 Jahren Gelbsucht leidet. Und seine Familie verwest hinten schon langsam auf dem Rücksitz. Und dann überträgt sich diese Seuche natürlich weltweit über die Luft. Und, oh, das geht, oh.
Aber ich meine, das klingt ja auch wie so ein klassischen Zombie-Filme eigentlich. So. Ja. Aber Zombie-Filme machen ja jetzt nicht so Panik, oder? Nee, aber die meisten sind ja auch albern. Also wenn es dann halt so ein solchen Zombie-Film ist, wie 28 Days Later, ist auch nicht schön. Ja, ich meine, da haben sie ja eh auch so ein bisschen mit den Gesetzen gebrochen. Ja. So. Also dass die Zombies plötzlich rennen wie bescheuert. Ja, genau. Und du steckst dich nicht nur an, wenn du gebissen wirst, sondern auch, wenn sie dich mit Blut bespucken. Genau. Ja, auch super. Ganz toll. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber da passierte bei mir relativ schnell, dass ich am Anfang während des Films erschrocken war und dann irgendwann habe ich mich aufgeregt, dass quasi so ein unausgesprochenes Gesetz gebrochen wurde. Dass ich dann währenddessen immer dachte, oh ja, jetzt rennt er. Ja, klar. Sonst ist immer die Zeit, dass sie erst nicht realisiert, ist denn alles gut? Warum wanken der so, warum jaulten? Ach, das sind so, okay, jetzt kann ich noch einen wegschubsen und einen Stock in den Kopf bohren. Und da war plötzlich alles passé, weil die hat gerannt und gespuckt. Und das ist so, nee, es ist jetzt doof. Also. Nee, ganz unrealistischer Zombie-Film, 0 von 5 Sternen. Ich sitze hier einfach und gucke das schweißgebadet weiter. Aber naja, ich meine, das ist halt irgendwelche komischen Vampirfilme und dann rennen die am Tag rum und essen Knoblauch und reiben sich Salz in die Augen oder so und sagen, ja, ist alles gut. Ich meine, okay, klassische Vampirregel, reib ihnen Salz in die Augen, um sie loszuwerden. Ja, Vampire sind ja auch eigentlich, gestorben, seitdem halt diese ganze Twilight-Scheiße durch ist. Und auch diese ganzen Vampire's Diary, also die ganze, als diese ganze Vampir-Richtung so verpoppt wurde und so verniedlicht wurde, so als es alles in so eine Boyband-Richtung ging, da finde ich, ist so viel gestorben in dem Vampir-Ding. Ich fand das früher so geil. Also Bram Stoker fand ich halt irgendwie König der Vampir-Filme, die ich jemals gesehen habe. Echt? Also Bram Stoker's Dracula. Wirklich? Ich fand den so geil. Naja, wahrscheinlich halt auch, weil ich... wegen der Szene mit den drei Vampirdamen? Waren die nicht irgendwie zwei quasi? Also eins war doch mit so einer Doppelkörper, also so von wegen, Vieren da wegkrabbelten. So. Ich glaube, es sind eigentlich nur... Ich bin mir sicher. Ich habe das Buch mal angefangen, das ist unlesbar. Nee, ich habe das Hörbuch halt gehört damals und wahrscheinlich war es deswegen, dass er so angefixt war. Ich bin ausgestiegen, als es irgendwann 40 Seiten nur um Nautik ging. Ja, das hast du mir erzählt. Das ist zum Glück im Hörbuch. Ja, aber Hanfseile haben sich als viel robuster in der Überseefahrt erwiesen. Deswegen aber ich meine, der Film nutzt schon das Schiff ein doppelt gewobenes Hanf. Also damals. Jetzt ist er, glaube ich, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich glaube, er ist hardcore schlimm gealtert mit den ganzen Effekten und so. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen fast wie eine Theatervorstellung ist. Aber nicht ganz. Deswegen finde ich, der ist auch so ein Zwischending. Und natürlich. Unerträglich ist Keanu Reeves als Jonathan Harker. Wow! Weiß ich jetzt gar nicht. Dieser Australier, dieser komische Jäger, der da halt diese... Meinst du mit Australier Anthony Hopkins? Nee. Sie wird doch halt gebissen, liegt da halt im... Und dann gibt es doch halt irgendwie diesen hübschen Oberlippenbart-tragenden Jägersmann oder irgendwas so. Und den fand ich total schlimm. Wenn ich am geilsten finde, waren... Gary Oldman als Dracula? Am geilsten fand ich natürlich den Typen in der Irrenanstalt. Ah, ja. Der war halt auch irgendwie durchgepoppt wie Tim Burton-Figur irgendwie. Mit den Haaren und der Brille und dann Meister! Das war halt dann irgendwie schon sehr geil. Also wirklich tatsächlich auch unheimlich, auch wenn der Film auch nicht durchgehend so gut gealtert ist, aber Nosferatu. Was ja auch die Dracula-Geschichte ist. Ja. Nur aus Copyright-Gründen heißt der Nosferatu. Das ist doch der Typ, der 2,70 Meter lang ist und so super lange Finger und ja, so. Ja, genau. Ja. Ich glaube, da gab es halt ein paar Momente mal, wo ich den probiert habe. Arthur haut den, glaube ich, einmal. Ja, der ist nicht so furchtbar gut gealtert, weil das Timing nicht so richtig stimmt. Für heutige Sehgewohnheiten. Ich habe das nie geschafft, das Ding. Aber wenn du halt mal wirklich die unheimlichen Szenen bei Licht aussiehst, ist schon echt. Also wahrscheinlich sagt man dann sich auch immer, also für die Zeit, sowas. Ja, naja, man könnte den aber echt gut zusammenkürzen. Und das, also Make-up und so, tatsächlich für die 20er. Ja. Aber das finde ich eh schwierig, weil ich reagiere jetzt ja nicht anders, wenn mir vorher jemand sagt von wegen, schau dir mal an, also für die Zeit, sondern das, was wir jetzt halt gewöhnt sind. Ne? Und entweder packt es mich oder es packt mich halt nicht. Beziehungsweise schwierig finde ich die Übergänge. Wenn es jetzt komplett noch andere, was ja da auch war, also andere Techniken genutzt, aber wenn ich jetzt halt Filme zum Beispiel aus den 90ern sehe, das ist dann immer schwierig. Ich denke, dass gerade das sind so Übergangsphasen von Techniken, die jetzt komplett ausgefeilt oder beziehungsweise etliche Versionen verbessert wurden. Und damals gab es halt diese Technik gar nicht. Ja, so alte Computereffekte.
Ja, genau. So. Also das ist halt das, was mich daran erinnert, hier bei Bram Stoker immer diese, als dann irgendwann wurde so ein magischer Kreis gezogen, wo dann halt irgendwie so blaues Licht brannt oder blaues Feuer brannt. Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Mhm. Welcher Teil? 3. Ja, ich glaube, es war 3. Ja. Also dafür, dass du mich so wie aus der Pistole geschossen fragst, die Antwort zu mir. Ja. Ne, ich meine, das ist auf jeden Fall der mit den Explosionsköpfen am Pfeil. Ich glaube, das ist der dritte, ja. Ja. Wo dann dieser krasse Bell-Helikopter mit den wo Gatling-Guns rechts und links dran sind und dann aus nochmal irgendwie so dünnen kleinen Raketen, so diese mit den Flügeln dieses Modell. Ja. Und da kämpft er ja mit einer Horde Taliban oder andere Wüstenkrieger da. Rennt er doch dann irgendwie, oder die kommen dann jetzt zur Hilfe. Nach wahrscheinlich noch die Mujahideen. Ja. Ich war jetzt auch einfach nur ein bisschen. Die ja damals noch Bonds Verbündete waren. Down. Von Timothy Dalton. An den Bond. Bond. Black und Decker, Bond. Einfach nur mal. Ja, einfach mal gesagt haben. Ja, gestern lief hier eine neue Folge von die. Wie heißt denn das nochmal? Wofür ist nochmal. Welches komische Volk unterstützt Ranjit mit seinen Pitch-Kursen da immer? Startup-Leute? Ja, und das sind die Gründerszene, ist das doch, ne? Ah, und hast da wieder Maschmeyer zugesehen. Genau. Oh. Und da meint er, ja, den Titel da, da müssen sie irgendwie was, es muss immer einfach sein. Ich sage immer, einfach muss es sein. Und dann habe ich in dem Moment, ich habe rumgesäppt, in dem Moment habe ich gedacht, Black & Decker. Also einfacher geht es doch gar nicht. Ich hatte neulich einen Artikel über Maschmeyer gelesen, nachdem er seine erste Sendung da gemacht hat. Da ging es auch darum, dass er eigentlich auch nie was Richtiges gemacht hat, sondern immer nur irgendwie dabei stand, den Leuten Schrott verkauft hat und dadurch reich wurde. Ja, ja. Wo kommt er denn? Ich meine, da ist ein Bremer. Der hat doch irgendwie. Ich glaube, der hat einmal irgendwie in so einer Hightech-Firma gearbeitet. Und einmal irgendein Programm rausgebracht. Aber groß wurde er doch, oder reich mit seiner Versicherung? Ja, genau. Der hat so Schrottversicherung und Schrottimmobilien an die Leute verkauft hat und die versprochen hat, hier, Rendite, die geht voll durch die Decke. Aber ich meine, also wie hat er sich das Vertrauen denn erkauft, dass die Leute alle sagen, ja, eine Zeit lang war er doch überall in den Medien. Und ja, aber ich meine, der Mann von Veronika Ferres. Ja, aber hat er gesagt, das nicht vor? Guck mal, die Veronika Ferres, die ist doch eine gute. Du magst die doch auch. Wer nicht? Die Schlampe der Nation. Eine Schlampe? Das ist das AIDA-Flaggschiff der deutschen. Ja. Punkt. Ja, achso, die macht uns auch Angst, um wir den Bogen zu kriegen. Ja, die ist quasi die Bismarck unter den deutschen Schachspielern. Ja. Nee, aber wir hatten ja vorhin mal über unsere finanziellen Ängste geschrieben, weil ja Bitcoin so gut läuft. Wir haben ja genau zum richtigen Zeitpunkt all unser Geld reingesteckt. Ja. Ich glaube, ein großes Eis und ein Burger sind so viel wert jetzt wie ein Bitcoin Gold. Ja, gut, aber da muss man auch. Obwohl, es hält sich jetzt schon ein paar Tage bei 35 Euro. Nice! 35. Oh, bei wie viel hast du gekauft? 150. für 35, ehrlich, hätte ich auch nicht gekauft. Da habe ich gesagt, für 35 ist Schrott, aber 150 ist mir das schon wert. Aber jetzt, hast du jetzt nicht überlegt? Jetzt kannst du nochmal nachlegen. Jetzt kannst du dir mal einen ganzen Korb da voll holen. Hier, einmal voll machen mit Bitcoin Gold, bitte. Ja, einmal bunte Tüte, alles, was mit Bitcoin zu tun hat. Ich hätte es also in Becks Gold stecken sollen. Ah, lustig. Klingt ähnlich. Ja. Aber was ich noch neulich gesehen habe auf Twitter, wo ich auch, wo mir auch die Angst wieder hochkam, was Filme von damals angeht. Wirklich Angst oder Abscheu? Angst, weil ich da wurde ich alleine vor den Fernseher gesetzt als Kind. Lindenstraße, mehrere weil's Folgen. Weil es ein Zeichentrickfilm ist. Watership Down, unten am Fluss. Noch nie gehört. Oh, es ist die Reise von so ein paar Hasen. Deren, Mit was reisen die? Guck mal den Trailer. Mit was reisen die? Die hoppeln davon, weil ihr Feld bebaut wird. Das klingt schon wieder so ein politisches Ding wie genau. Farm. Also, wie war das? Farmland oder Farm? Animal Farm, ja. Und dann fängt es an, ja, sie hüpfen da so, okay, gut, dann wird der Anführer von einer Eule in Stücke gerissen. Gerissen? Ja.
Das ist, warum hast du denn immer so eine brutale Kindergeschichte? Das ist kein Zeichentrickfilm für Kinder, weil es ein Zeichentrickfilm war. Das erklärt war. Ja das ist einiges. Ein Zeichentrickfilm. Und dann siehst du diese, und ich habe gesehen, man hat sich als Tätowierung, das gibt dann so Geisterhasen, die auf ihrem Weg ins Jenseits, so durch die Visionen des einen hoppeln. Wie alt warst du denn da? 5, 6. Und da hat sich jemand diesen Geisterhasen als Tätowierung stechen lassen und ich sag's dann erstmal auf dem Hintern, die Knie umklammern. Wo hat jemand das? Auf Twitter, ich hab's auf Twitter gesehen. Okay. Aber das ist wahrscheinlich schon wieder eine krasse, coole Idee, weil genau das suggeriert wird, weil das ist halt einfach im Endeffekt keine Kindergeschichte gewesen. Ja, genau. Und das, so. Aber also das Symbol ist auch schön, das ist auch tatsächlich eine schöne Zeichnung. Was war denn da eine gute Idee damals in der Pädagogik deiner Menschen, dass die dir immer so eine harten Dinger gegeben haben? Nee, das war einfach die Idee, weil das war ein Kinderfilm. Also es muss ja ein Kinderfilm sein, weil es ein Zeichentrickfilm ist. Ja, dann kannst du dir doch diese, die finde ich auch gruselig, was du mir mal gezeigt hast. Diese von irgendwelchen Algorithmen gebauten YouTube-Kinderfilme. Ah, ja. Wo dann ja, halt, sind super, ja. Wo dann irgendwie irgendwelche Superhelden und irgendwelche, also so ähnlich aussehende Figuren dann aufeinandertreffen und was ganz Komisches miteinander machen und so. Und keine Handlung. Und da habe ich die kurz auch so, mal... Die auch so nach Keywords gebaut sind, weil es nur um Suchmaschinenoptimierung geht. Das heißt also, Spider-Man and Elsa Frozen Pregnant Adventure Prank Supermarket. Und das ist halt, das ist richtig schlimm. Ja. Also das ist schlimm, weil die halt auch einfach keine richtige Handlung verfolgen. Mhm. Wenn dann halt so ein rechteckiger Superman ankommt und daneben ist eine Barbie-Puppe und jemand sagt Schlitten und dann rutscht halt irgendwie ein Hund durchs Bild und der Barbie rutscht halt einfach der Kopf zur Seite und ein Kind guckt raus. Also aber das ist halt wirklich so auch, das ist ja für ein Alter gedacht, wo sie eigentlich noch keine richtigen Geschichten verstehen können. Ja, aber meinst sondern du die Figuren, die Figuren kennen und einfach nur auf bunte Bilder schauen. Und ja, es läuft auf Autoplay. Doch, ja. Das wirkt doch auch aufs Kind, dass du denkst, ja. Und dann hast du dann halt irgendwie Playlisten, wo es dann halt 17 Stunden davon gibt. Und danach wunderst du dich, dass das Kind irgendwie versucht, mit Fimo die Katze neu zu formen. Also, und die Katze mit Fimo. Was hältst du eigentlich von dem, wo wir unheimlichen YouTube-Videos sind, von Don't Hug Me, I'm Scared? Ja, das finde ich ja nicht so gruselig, wie du es findest. Ja, ich finde es jetzt nicht scheiße und ich finde es ganz interessant, weil es baut dann immer so eine Spannung auf. Also die schaffen halt mit wenig, also es hat dann eher so einen Schauspielcharakter, dass es dann halt oft wenig Handlung bei gutem Spiel. Mhm. So, dass da halt irgendwie, keine Ahnung, wenn alle, ich weiß nicht mal genau, was für Figuren sind, aber alle in irgendeiner Folge, glaube ich, schauen die alle so panisch auf eine Uhr, die so langsam tickt. So. Ja. Und das ist wirklich eine Spannung. Also ich habe die Spannung so gemerkt. Ich hatte ja nicht so irgendwie so eine, du hast ja dann schon so eine Furcht oder sowas. Und bei mir ist so, Alter, krass, so, das sind irgendwelche komischen Knethäkel. Was ist das? Das sind keine Zeichen, oder? Nee, die sind wie die Sesamstraße. Ah ja, also, okay, sowas, ja genau. So eine Mischung aus Handpuppen, aber auch einer ist immer im Anzug. Ja. Also wie Samson damals. Und ja, genau. Und da ist es dann halt echt, dass die krasse, also so eine Spannung und dann wird es bizarr. Irgendwann kippt es immer und dann wird es, wo du denkst, das finde ich ja strange. Unheimlich. Das okay. Weil es richtig ins Unheimliche bricht, weil es fängt ja meistens sehr harmlos an. Ja. Und dann deswegen finde ich, das ist wie ein Albtraum. Und dann häufen sich so die Hinweise darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann gibt's halt mal so einen Punkt, wo man wirklich dann ganz offen hinterfragen muss, was nicht stimmt. Und dann geht's ins Skurrile und wird auch richtig blutig teilweise. Das fängt ja auch mal so leicht an, dass halt, keine Ahnung, irgendwas, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt stimmt, aber ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, wie sich zwei unterhalten, dem einen fällt das Auge einfach beim Reden ab oder sowas. Yeah, so eine Sache, wo dann hey, okay, yes, uff. Oh, what's with the eyes? I don't know. So, und dann denkst du, oh Gott. Jetzt ist es schon irgendwie strange. Weil die halt einfach nur weitermachen. Mhm. Und dann denkst du, my voice is changing. So, und denkst du, Ja, also da müssen auch kranke Hunde hinter sitzen. Ja, aber die ist wirklich clever machen, weil es ja auch halt diese Anlehnung an so Kinderfernsehen und so Kinderbildungssendungen. Ja, aber wollen die damit das in Frage stellen und sagen, guck mal was, also weil, klar haben die Figuren oft halt irgendwelche, also oft, nicht immer, aber oft haben die ja so einen moralischen Hintergrund. Da sagst du von denen, guck mal, das ist der. Ich habe mal eine interessante Analyse dazu gesehen, wo sie meinen, also da gibt es auch ganz viele versteckte Hinweise darauf. Einer ist zum Beispiel, in dieser Zeitfolge steht irgendwo das Datum, und es ist das Datum, in der die BBC zum ersten Mal auf Sendung ging. Und dass es halt viel auch darum geht, mit so Hintergrundsachen, diese Kindersendungen von damals in Frage zu stellen, weil die halt einfach so ein Bildungsfernsehen voller Vorschriften sind.
Ja. Also dieses, wenn ihr jeden Tag euer Müsli esst, dann werdet ihr groß und stark. Und dass das halt dann so ein bisschen konterkariert wird dadurch. Auf einem, ich glaube, der Kanal, wenn ihr es nachsehen wollt, heißt Wisecrack auf YouTube. Die haben mal so interessante Analysen zu, also einmal zu Don't Hug Me, I'm Scared, auch zu Too Many Cooks. Was ist das? Dieser ewige Sitcom-Vorspann. Das klingt ja auch ein bisschen gruselig. Kennst du es nicht mehr? Guck mal nachher. Hast du mir, glaube ich, mal gezeigt, ne? Ist auch schon eine Weile her, dass das so richtig durch die Decke gegangen ist, ja. Ja. Und auch ganz viel zu Rick and Morty, ja, auch eine Serie, von der du gerne mal Staffeln am Stück schaust. Ja, obwohl wir uns ja gestern darüber unterhalten haben, dass ich jetzt mich vor der letzten, das ist die dritte, ne? Ja. Und da, weiß nicht, fürchte ich mich jetzt nicht ein bisschen, aber ich ein bisschen so Respekt vor, weil ich fand die erste super und die zweite ging dann halt in diesen amerikanischen schwarzen Humor, dass ich teilweise dachte, oh, drüber, oh, zu brutal, oh, zu heftig. So, das ist dann so für mich, oh, da, also ich, dass ich dann merke, ich halte dann was aus, bis ich dann wieder es lustig finde. Mhm. Und das ist dann halt dauerhaft, wo ich denke, muss ich ja gar nicht aushalten. Es gibt, da gab es jetzt auch als April-Scherz wieder, also letztes Jahr als April-Scherz haben sie ja die erste Folge der dritten Staffel online gestellt. Mhm. Einfach so. Und dieses Jahr war der April-Scherz, es gibt so eine 15-Minuten-Mini-Folge, die von jemand anderem gezeichnet ist und wo Rick und Morty Australier sind. Glaube ich, habe sie noch nicht gesehen, aber das ist eine etwas absurde Parallelwelt. Es gibt ja die ganz alten Simpsons, also die hatte früher irgendwie... Wie bei der Tracy Ullman Show. Was? Die waren früher waren die ein Comic im Rahmen von so einer längeren Sketchshow. Okay. Und diese Zeichnung, die hatte irgendwie früher, als die durch die Decke ging, als sie noch bei ARD oder ZDF anfing, hatte die RTL, die ganz alten Zeichnungen, hat dann immer vor irgendwelchen Werbeblöcken so von wegen, und die Simpsons jetzt. Und dann, die waren ja immer nur so ein, weiß nicht, 30 Sekunden oder sowas. Und halt so ganz wabernde Figuren. Genau, so. Und die fand ich, weil ich da halt so auf die Simpsons stand, fand ich immer total spooky, so wenn dann irgendwie... alleine wenn Homer gerülpst hat, dann hat halt irgendwie, die alle Lippen haben halt so komische Wellen vibriert und sein Auge ist so nach hinten gekippt, als ob er gleich stimmt. So, und dachte so, oh Gott, nee. Und es war dann total verstörend. Aber generell hat RTL damals Dinger gebracht, die habe ich immer nicht verstanden, was das soll. Die hatten, aber die haben sich einfach ausprobiert. Die hatten ja damals auch so eine komische, sowas wie Ups, die Pannenshow, bloß im Pervers. Also wo die halt dann irgendwie die Leute mit ihren VHS-Videorekorder, mit was hast du früher aufgenommen? Camcorder. Genau, mit dem Camcorder, da halt irgendwelche bescheuerten Videos denen geschickt und die haben es halt zusammengebastelt in so eine 15-Minuten-Show. Mhm. Und dann hast du regelmäßig in dieser Show gesehen, wie Leute aus dem ersten, zweiten oder dritten Stock irgendwelche Fernseher rausgeschmissen haben. Gab es nicht auf ARD oder ZDF in den letzten Jahren mal sowas wie Best of YouTube? Bäh. Wo sie so YouTube-Videos Leuten vorgestellt haben, das klingt die ja eigentlich unangenehm. Nur Fernsehen. Ja, ich glaube, das war's auch. Ich glaube, es wurde auch von Guido Kanz moderiert. Aber es klingt so ein bisschen wie die RTL-Ranking-Show. Die schnellste Ranking-Show der Welt. Wir ranken die Zahlen von 1 bis 10. Auf Platz 1, die 1. Ja, und das ist, da gibt es halt auch so einen Scheiß, wo die halt einfach nur so eine Lückenfüller mit so einer traurigen Moderation reißen voll schnell irgendwelche schon ausgelaufen, jeder kennt sie, YouTube-Videos schnell runter und das ist die schnellste Rank. Also generell. Geil. Aber gut, die haben ja auch X-Ranking-Shows und dann können sie halt auch damit, Oh, irgendwas hatte ich noch mit, weißt du, eine Angst noch. Ich habe Angst vorm Kotzen, ist mir eingefallen. Aha. Ja. Also ich finde das so schlimm. Ich finde das, weil das ist halt so eine Selbst... das ist eine Abgabe von Kontrolle. Ich habe das halt nicht mehr in der Hand, sondern mein Körper rebelliert und ich musste mich jetzt dem fügen. Und das finde ich halt was ganz... Also ich kann halt auch an einer Hand abziehen, wie oft ich in meinem Leben von Alkohol gekotzt habe. Allein in Berlin waren es halt zweimal und beim einmal warst du halt schön tätig daran, dass es überhaupt dazu kam. Weil der Klaus, wie damals haben wir uns... Ach scheiße, wie war das nochmal? Wir haben uns Tabasco in die Getränke gegeben. Ja, wir haben uns generell versucht, immer zu verarschen während der Arbeit in der Lampe. Ja. Und da haben wir mit dem Salzen angefangen? Nee, ich glaube, wir haben mit Tabasco angefangen und dann haben wir angefangen, an unseren Getränken zu riechen, bevor wir sie trinken. Ah, okay, so war und das. Dann sind wir ja darauf gekommen, Salz ist ja geruchlos. Jetzt wisst ihr es. Ja. Und ich habe dir in einen Shot statt, um es für die Zuschauer zu erklären, in einen Shot statt Grenadine einfach größtenteils Tabasco gegossen. Ja, und das war aber auch ein Shot, wo generell normalerweise drei Tropfen Tabasco drin sind. Somit riechst du ja nicht die Menge, sondern du riechst halt den Inhalt und sagst, ja gut,
Das gehört ja auch da rein. Bloß ne, nicht drei, sondern halt, beziehungsweise nicht 2 cl, sondern 3 Tropfen. Ja. Und ich wussten nicht alle, weil mir auch alle so geguckt haben. Ja, ja, so. Ja. Aber du hast einen Moment gebraucht zu realisieren, du musst erstmal umschauen in die anderen Gesichter. Ist der auch so stark bei euch? Ja, genau. Und dann hat der aber schon Kehrtwende gemacht. So. Und dann habe ich gedacht, warte mal. Und dann bin ich halt zum Glück noch rausgerannt. Und Randy hat damals glücklicherweise alles immer gefilmt. Ja, zum Glück. Es sind große Teile der Menschheitsgeschichte, die jetzt nicht mehr dokumentiert wären, wenn Randy nicht alles gefilmt hätte und uns heute noch damit erpressen würde. Und er hat halt auch diesen Moment eingefangen. Deswegen wissen wir, dass ich danach gesagt habe, ich hau den Klaus mit einem Löffel den Kopf ab und hiermit reiche ich meine Rente ein. Das waren so die beiden Sachen, die ich in dem Moment dann noch... Zum Glück hast du geriestert dein ganzes Leben lang. Müssen wir mit 1035 Euro, das ist knapp später. Ja. Ja, und deswegen, also auch wenn wir halt hier bei dir golfen und sonst was, wie oft ist schon bei Feuerzeitenbulle, du letztes Mal oder Brownie einen Tag später oder sowas, also ich bin dann echt... Das ist halt auch scheiße wahrscheinlich, dass mein Körper dann das so versucht zu kompensieren, weil ich so Schiss habe, dass ich dann eh lieber 2 Stunden am Fenster stehe und atme oder mir 70 Liter Wasser reinkippe, dass ich es irgendwie versuche zu verdünnen, in der Hoffnung, dass es noch im Bauch und nicht im Blut ist. Ja, aber das finde ich ganz schlimm. Ich weiß, vor 2, 3 Jahren hatte ich halt so ein klassisches Magen-Darm, wo halt alle Öffnungen und auf Wiedersehen. Und das fand ich... Ja, okay, gut, das ist generell nicht schön, aus allen Luken zu feuern. Nee, aber das, also wenn du dann merkst, es geht los und merkst, du hast nichts mehr drinne und da kommt dann halt gleich nur so noch Galle. Grüne Galle. Genau. Ja. Und du kannst halt nur noch loslassen. Und das fand ich halt ganz, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich, das macht mir schon, ich weiß gar nicht, warum das so panisch ist, weil ich kannte halt auch welche, die, beziehungsweise du hast ja selber da tätig deinen Beitrag geleistet, einfach mal während des Saufens, kotzen, wiederkommen, so, wo ist jetzt mein Getränk und weiter geht's. Das, ja, ich werd, ey, komm hier. Ich würde sterben. Das war aber auch ein relativ schmerzfreies Erbrechen, das war wirklich nur einmal das Aufstoßen mit Saft. Also es war halt einfach nur ungünstig gelegener Rülpser oder sowas. Ja, mehr oder weniger, ja. Weil, also bei mir ist, wenn halt, dann ist das ist sowas von Feierabend. Nee, es ging echt. Okay. Weißt du, wo ich am meisten Angst habe? Vor Ende dieser Show. Ja, dass die guten Leute des Internets uns erreichen wollen, aber nicht wissen, wie. Sind wir schon so weit? Naja, wir haben so 57 Minuten. Wir haben echt, aber da haben wir unsere Ängste wir haben ziemlich... klein gehalten. Wir haben uns 57 Minuten davor gedrückt, über unsere Ängste zu reden. Na, aber es war ja keine Zuschauerfrage, somit haben wir jetzt niemanden beleidigt. Ja. Und wir haben ja schon außer ein paar rausgehauen. Außer den Intellekt unserer Zuhörer. Oh nein. Ich habe eine kleine Pfütze gemacht. Wasser. Es ist Wasser. Das war es vorher mal, ja. Ja, aber wie können die guten Leute des Internets unserer denn habhaft werden? Also sie können uns ja eigentlich eine Frage stellen als Kommentar unter einem YouTube-Video beim YouTube-Kanal Finisse mit Dirk und Klaus. Genau, oder sie, beziehungsweise ihr, schreibt an @fürnüsseport auf Twitter oder du da draußen schreibst uns eine Mail an gmail.com. Hallo Holger. Der drückt aber auch ins Kleinhirn, meine Fresse. Oder Ihre Majestät geht auf fürnüsseport.com. Oder ihr Lümmelinchen da draußen. geht auf die Seite. Hast du das schon genannt? Das war das Letzte, was ich gesagt habe, ja. Ich höre immer so ist gut jetzt, zu. Ist jetzt, wenn du es noch in einer höheren Frequenz nur für Hunde sagst. Oder ihr schreibt uns eine Postkarte. 451. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 451 ist doch eine ganz klassische Postkartenadresse im Fernsehen, oder? Ja, Postkartenadresse vor allen Dingen. Wie gut immer, wenn irgendwelche Reisen vergeben werden am Telefon und dann schicken uns einmal eine Postkarte. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und ich wette, die Leute machen es wirklich. Wahrscheinlich. Und der dicke Turner vom Bio-Umwelt-Lotterie liest die niemals durch. Wir haben noch eine. Ihr könnt auch Fürnüsseport mit Dirk und Klaus, Fürnüsse mit Dirk und Klaus, auf iTunes oder Podcast Addict auf Android-Telefonen hören. Freuen uns darüber, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt und wenn ihr uns euren Freunden weiterempfehlt, denn je mehr Leute uns hören,
Punkt. Ja, und den Daumen hoch und die Glocke abonnieren, oder wie man das so sagt. Die Glocke abonnieren. Nice. Davor habe ich Angst. Ja. Ich sag auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es war wunderschön. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Es war mal wieder schön. Ja.